23. Ralph runzelte die Stirn, als er in sein Handy sprach. Jetzt? Ich soll jetzt hoch in den Norden kommen? Reeves Ton war deutlich anzuhören, dass er keine Witze machte. Die Sache muss persönlich besprochen werden. Und ich bin hier gebunden. Auf der anderen Seite des Arbeitszimmers formten die Lippen von Vicious, der gerade vom neuesten Stand bei der Herkunftssuche dieser Waffenkisten hatte berichten wollen, die Worte: Was soll die Scheiße? Das Gleiche dachte Ralph. Ein Sympath ruft 2 Stunden vor der Dämmerung an und bat ihn, in den Norden zu reisen, weil er etwas für ihn hatte? Ja, okay, der Bastard war Bellas Bruder. Aber das änderte nichts an seiner Natur. Und ganz bestimmt war dieses Etwas kein Geschenkkorb. Ralph, es ist wichtig, meinte Reeve. Okay, ich komme. Ralph klappte sein Handy zu und sah Vicious an. Ich werde... Peori ist heute im Einsatz. Du kannst da nicht allein hin. Die Auserwählten sind im Haus. Und waren es immer wieder gewesen, seit Peori als Primal das Ruder übernommen hatte. Nicht gerade die Sorte Schutz, die mir vorschwebt. Ich kann schon auf mich selbst aufpassen. Also hör bloß auf. Vicious verschränkte die Arme vor der Brust und seine Diamantaugen blitzten. Gehen wir jetzt, oder willst du deine Zeit mit dem Versuch verschwenden, mich von meiner Meinung abzubringen? Na gut, was soll's. In 5 Minuten in der Eingangshalle. Als sie zusammen aus dem Arbeitszimmer traten, sagte Vicious: Was diese Waffen betrifft. Ich arbeite noch dran. Im Moment habe ich nichts. Aber du kennst mich. Mir ist egal, ob die Seriennummern weggekratzt sind. Ich finde raus, wo sie die Dinger herbekommen haben. Du hast mein volles Vertrauen, Bruder. Mein vollstes Vertrauen. Als sie vollständig bewaffnet waren, reisten die beiden in einem losen Tanz der Moleküle in den Norden bis hin zu Reeves Sommerhaus in den Adirondacks, wo sie sich am Ufer eines stillen Sees materialisierten. Das Haus unweit von ihnen war ein riesiger viktorianischer Klotz mit einem Dach aus Schindeln und rautenförmigen Bleiglasfenstern. Vor beiden Stockwerken befanden sich zedernholzgefasste Balkone. Sehr verwinkelt. Viele Schatten. Und einige dieser Fenster sahen aus wie Augen. Das Haus an sich war schon gespenstisch genug. Aber nachdem es mit einem Kraftfeld umgeben worden war, der Sympathentsprechung eines Mies, konnte man meinen, Freddy, Jason, Michael Myers und seine Mannschaft von Rednecks mit Kettensägen würden gemeinsam darin wohnen. Um den ganzen Ort herum lag eine nicht zu greifende Barriere aus geistigem Stacheldraht. Und selbst Ralph, der davon wusste, war froh, auf die andere Seite zu kommen. Als er seine Augen zu schärferer Sicht zwang, öffnete Truss, einer von Reeves Leibwächtern, die Flügeltür der Veranda, die auf den See ging, und hob die Hand zum Gruß. Ralph und Vicious marschierten über den eisig knirschenden Rasen, und obwohl sie ihre Waffen in den Halftern ließen, zog Vicious den Handschuh von seiner leuchtenden rechten Hand. Truss war die Sorte Mann, die man respektierte. Und das nicht nur, weil er ein Schatten war. Der Maurer hatte die muskulöse Statur eines Kämpfers
und den schlauen Blick eines Strategen. Und seine ganze Treue galt Reef und nur Reef. Um seinen Boss zu schützen, würde Truss in Windeseile einen Straßenzug planieren. »Und wie geht's, großer Mann?« grüßte Ralph, als er die Stufen zur Veranda raufstieg. Truss trat einen Schritt vor und gab Ralph die Hand. »Alles in Ordnung. Und bei dir?« »Gut, gut. Wie immer.« Ralph stieß die Faust gegen die Schulter des Kerls. »Solltest du je einen richtigen Job haben wollen?« »Komm zu uns!« »Mir gefällt mein Job, aber danke!« Der Maure grinste und wandte sich an Vicious. Seine dunklen Augen huschten kurz zu dessen unverhüllter Hand. »Nimm's mir mal nicht übel, aber das Ding schüttle ich nicht!« »Klug von dir«, meinte Vicious und bot ihm die linke an. »Aber du verstehst.« »Absolut. Ich würde das Gleiche für Reef tun.« Truss führte sie zur Tür. »Er erwartet euch im Schlafzimmer.« »Ist er krank?« erkundigte sich Ralph, als sie das Haus betraten. »Wollt ihr vielleicht irgendwas essen? Trinken?« fragte Truss und wandte sich nach rechts. Ralph schielte zu Vicious, als die Frage unbeantwortet blieb. »Danke, wir brauchen nichts.« Das Haus war das reinste Victoria und Albert Museum. Mit schweren Empire-Möbeln und viel Granat und Gold. Getreu dem Sammelfimmel der viktorianischen Epoche hatte jeder Raum ein eigenes Motto. Ein Salon war voll antiker Uhren, die vor sich hin tickten. Von Standuhren bis hin zu aufziehbaren Messinguhren und Taschenuhren in Vitrinen. In einem anderen Raum waren Muscheln, Korallen und jahrhundertealtes Treibholz ausgestellt. In der Bibliothek standen überwältigende orientalische Vasen und Rüstungen. Und das Esszimmer war mit mittelalterlichen Ikonen ausstaffiert. »Ich bin überrascht, dass nicht mehr Auserwählte hier sind«, meinte Ralph, als sie einen leeren Saal nach dem anderen passierten. »Am ersten Dienstag im Monat kommt Reef immer hier rauf. Er macht die Damen nervös, daher gehen diese dann meistens auf die andere Seite. Nur Selena und Cormia bleiben.« In seiner Stimme klang Stolz mit, als er fortfuhr. »Die beiden sind sehr stark.« Sie stiegen über eine breite Treppe in den ersten Stock hinauf und gingen einen langen Gang entlang bis zu einer verzierten Flügeltür, die förmlich »Herr des Hauses«, schrie. Truss hielt inne. »Hör zu, er ist ein bisschen krank, okay? Nichts Ansteckendes. Es ist nur, ich möchte, dass ihr beiden vorbereitet seid. Wir haben ihm alles verabreicht, was er braucht, und er wird bald wieder auf den Beinen sein.« Als Truss klopfte und die Flügeltür öffnete, runzelte Ralph die Stirn und seine Sicht wurde automatisch schärfer, als seine Instinkte erwachten. In der Mitte eines mit Schnitzereien verzierten Bettes lag Revenge, reglos wie ein aufgebahrter Leichnam, eine rote Samtdecke bis ans Kinn hochgezogen. Zobel fiel in Falten über seinen ausgestreckten Körper. Seine Augen waren geschlossen, der Atem ging flach. Die Haut sah teigig und gelblich aus. Der kurzgeschorene Iro
war das einzig einigermaßen normal aussehende an ihm. Das und Xex, die zu seiner Rechten am Bett stand. Diese Halbsympathin, die aussah, als würde sie Kastration zum Zeitvertreib vornehmen. Reeves Augen öffneten sich. Das Amethystviolett war zu einem schlierigen Rot getrübt. Der König. Ah. Truss schloss die Flügeltür und baute sich seitlich daneben auf, nicht davor. Eine respektvolle Maßnahme. Ich habe Ihnen bereits Erfrischungen und Getränke angeboten. Danke, Truss. Reeve verzog das Gesicht und versuchte, sich etwas aufzurichten. Als er dabei zusammensackte, eilte ihm Xex zur Hilfe. Sein wütendes Funkeln sandte ein deutliches »Wage es bloß nicht« aus. Doch sie ließ sich nicht beirren. Als er aufrecht saß, zog er sich die Decke wieder bis ans Kinn und versteckte damit die roten Sterne auf seiner Brust. »Ich hab was für dich«, Ralph. »Ach ja?« Reeve nickte Xex zu, die in ihre Lederjacke griff. Sofort schoss der Lauf von Vishers Waffe empor und zielte auf ihr Herz. »Könntest du dich etwas zusammennehmen?« fauchte Xex ihn an. »Tut mir leid.« »Nein.« Vishers klang so bedauernd wie eine Abrissbirne im Anflug. »Okay, machen wir uns alle etwas lockerer«, meinte Ralph und nickte Xex zu. »Zeig her!« Xex zog einen Samtbeutel aus ihrer Innentasche und schleuderte ihn in Ralphs Richtung. Ralph achtete auf das leise Pfeifen des Fluges und fing den Beutel nach Gehör, nicht nach Sicht, auf. Darin lagen zwei blassblaue Augäpfel. »Ich hatte gestern Nacht ein interessantes Treffen«, erklärte Reeve gedehnt. Ralph sah den Sympathen an. »Wessen leere Augen habe ich denn hier in der Hand?« »Die von Montrak, Sohn des Ram. Er trat an mich heran und bat mich, dich zu töten. Du hast erbitterte Feinde in der Glymera, mein Freund. Und Montrak war nur einer davon. Ich weiß nicht, wer noch an der Verschwörung beteiligt ist. Ich wollte nicht riskieren, das rauszufinden, bevor wir in Aktion traten.« Ralph ließ die Augäpfel zurück in den Beutel kullern und schloss die Faust darum. »Wann sollte es passieren?« »Bei der Ratsversammlung. Übermorgen.« »Ach, dieser Hund!« Vishers steckte seine Waffe ein und verschränkte die Arme vor der Brust. »Du weißt, dass ich diese Idioten hasse.« »Damit bist du nicht alleine«, sagte Reeve. Dann wandte er sich wieder an Ralph. »Ich habe das Problem selbst gelöst und bin nicht erst zu dir gekommen, weil mir der Gedanke gefällt, dass mir der König etwas schuldet.« Ralph musste lachen. »Sündenfresser. Du weißt Bescheid.« Ralph ließ den Beutel in der Hand auf- und abhüpfen. »Wann ist das passiert?« »Vor ungefähr einer halben Stunde«, antwortete Xex. »Und ich habe nicht hinter mir sauber gemacht.« »Nun, dann haben Sie die Botschaft sicher verstanden. Ich gehe trotzdem zur Versammlung.« »Hältst du das für klug?« fragte Reeve. »Diese Leute werden sich kein zweites Mal an mich wenden. Meine Zugehörigkeit scheint jetzt offensichtlich, aber das heißt nicht, dass sie keinen anderen finden.«
Oh, sollen sie doch, tat Ralph den Gedanken ab. Ich kämpfe gern bis aufs Blut. Er sah Sex an. Hat Montrug einen Komplizen erwähnt? Ich habe ihm die Kehle von einem Ohr zum anderen aufgeschlitzt. Reden war da schwierig. Ralph lächelte und warf einen Blick auf Vicious. Eigentlich seltsam, dass ihr zwei euch nicht besser versteht. Eigentlich nicht, sagten sie beide im Chor. Ich könnte die Ratsversammlung verschieben, murmelte Reeve. Wenn du selbst Erkundigungen einholen willst, wer noch in der Sache steckt. Nein, wären sie keine totalen Schisser, hätten sie selbst versucht, mich zu beseitigen und sich nicht an dich gewandt. Also gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Nachdem sie nicht wissen, ob Montrug sie vor dem Verlust seines Augenlichts verraten hat oder nicht, werden sie sich entweder verstecken, so wie Feiglinge es tun, oder die Schuld einem anderen zuschieben. Also steht die Versammlung. Reeve lächelte düster und seine Sympathenseite zeigte sich deutlich. Wie du wünschst. Aber ich will eine ehrliche Antwort, bat Ralph. Auf welche Frage? Hast du erwogen, mich zu töten, als er auf dich zukam? Reeve schwieg einen Moment lang, dann nickte er langsam. Ja, das habe ich. Aber wie gesagt, jetzt stehst du in meiner Schuld. Und aufgrund meiner Veranlagung ist das mehr wert als irgendwelche Gefälligkeiten eines adligen Schnösels. Ralph nickte. Diese Logik kann ich respektieren. Außerdem, sehen wir den Tatsachen mal ins Auge. Reeve lächelte erneut. Meine Schwester hat in die Familie eingeheiratet. Das hat sie, Sympath. Das hat sie. Nachdem Elena den Krankenwagen in der Garage abgestellt hatte, ging sie über den Parkplatz und runter in die Klinik. Sie musste ihre Sachen aus dem Spind holen. Aber das war nicht der einzige Grund. Um diese Zeit bearbeitete Havers normalerweise die Krankenakten in seinem Büro. Und dort wollte sie hin. An seiner Tür holte sie einen Haargummi raus, strich sich das Haar zurück und drehte es zu einem festen Knoten im Nacken. Sie trug noch immer ihren schwarzen Wollmantel, aber das war vermutlich in Ordnung. Er war zwar nichts Teures, aber ordentlich und klassisch geschnitten. Sie klopfte an, und als eine höfliche Stimme antwortete, trat sie ein. Havers früheres Büro war ein überwältigend schönes Studierzimmer gewesen, mit Antiquitäten und ledergebundenen Büchern. Hier in der neuen Klinik unterschied sich sein persönlicher Arbeitsbereich nicht von dem der anderen. Weiße Wände, Linoleumboden, Stahlschreibtisch, schwarzer Bürostuhl. »Elena«, grüßte er, als er von seinen Krankenakten aufblickte. »Wie geht es Ihnen?« »Stefan ist bei seinen Angehörigen.« »Meine Teuerste! Ich wusste ja nicht, dass Sie ihn kennen. Katja hat es mir erzählt.« »Das tat ich. Aber vielleicht hätte sie es der Kollegin nicht erzählen sollen.« »Gütige Jungfrau der Schrift, warum haben Sie das nicht gesagt?« »Weil ich ihm die Ehre erweisen wollte.« Havers nahm die Hornbrille ab und rieb sich die Augen. »Nun,
Das kann ich verstehen. Dennoch wünschte ich, ich hätte es gewusst. Der Umgang mit den Toten ist niemals einfach, aber er ist besonders schwer, wenn man sie persönlich kannte. Katja hat mir den Rest der Schicht freigegeben. Ja, darum habe ich sie gebeten. Sie hatten eine lange Nacht. Nun, danke schön. Doch bevor ich gehe, habe ich noch eine Frage zu einem anderen Patienten. Hayward setzte die Brille wieder auf. Natürlich. Um wen handelt es sich? Revenge. Er war gestern Nacht hier. Ich erinnere mich. Hat er Probleme mit seinen Medikamenten? Haben Sie seinen Arm untersucht? Seinen Arm? Die entzündeten Venen auf der rechten Seite. Der Arzt schob die Hornbrille hoch. Er hat nichts von Problemen mit dem Arm erwähnt. Wenn er nochmal herkommt, schaue ich es mir gern an. Aber wie Sie wissen, kann ich ohne vorherige Untersuchung nichts verschreiben. Elena wollte etwas erwidern, als eine andere Schwester den Kopf zur Tür reinsteckte. »Doktor«, sagte sie, »der Patient wartet in Behandlungszimmer 4 auf Sie.« »Danke.« Hayward sah Elena noch einmal an. »Gehen Sie heim und ruhen sich aus.« »Ja, Doktor.« Sie duckte sich aus seinem Büro und sah zu, wie der Arzt davoneilte und um eine Ecke verschwand. Revenge würde kein zweites Mal kommen und sich untersuchen lassen. Niemals. Erstens hatte er sich dazu zu krank angehört. Und zweitens hatte er bereits bewiesen, was für ein Dickkopf er war, indem er die Entzündung vor Hayward versteckt hatte. Dummer Idiot! Und sie war auch dumm, wenn man bedachte, was ihr so durch den Kopf ging. Im Großen und Ganzen hatte sie nie Probleme mit der Ethik gehabt. Beim korrekten Verhalten musste man nie nachdenken oder abwägen. Zum Beispiel wäre es falsch, sich am Penicillinvorrat der Klinik zu bedienen. Und, sagen wir, 80 500 Milligramm Tabletten zu entwenden. Insbesondere, wenn man diese Tabletten einem Patienten gab, der das zu behandelnde Leiden keinem Arzt vorgeführt hatte. Das wäre schlicht und ergreifend falsch. Von vorne bis hinten. Richtig hingegen wäre es, den Patienten anzurufen und ihn zu überzeugen, in die Klinik zu kommen und sich vom Arzt untersuchen zu lassen. Und wenn er nicht in die Puschen kam? Nun, dann war das sein Problem. Ganz genau. Eine völlig klare Sache. Elena machte sich auf den Weg zur Apotheke. Sie beschloss, es dem Schicksal zu überlassen. Und siehe einer an! Zigarettenpause. 3.45 Uhr zeigte die kleine Bin-gleich-zurück-Uhr an. Sie sah auf ihre Armbanduhr. 3.30 Uhr! Sie entriegelte die Klappe an der Ladentheke, ging schnurstracks zu den Penicillingläsern und schüttete 80 500 Milligramm Tabletten in die Tasche ihrer Uniform. Genau das Gleiche, was vor 3 Nächten einem Patienten mit ähnlichen Leiden verschrieben worden war. Revenge würde in nächster Zeit nicht in die Klinik kommen. Also brachte sie ihm, was er brauchte. Sie redete sich ein, einem Patienten zu helfen, was ja schließlich das Wichtigste war. Verflucht! Sie rettete ihm wahrscheinlich das Leben.
Außerdem, erläuterte sie ihrem Gewissen, handelte es sich nicht um Oxycodon oder Valium oder Morphium. Nach ihrem Informationsstand hatte sich noch niemand zerstoßenes Penicillin durch die Nase gezogen, um high zu werden. Als sie ihr unangerührtes Pausenbrot aus dem Mitarbeiterraum holte, fühlte sie sich frei von Schuldgefühlen. Und als sie sich nach Hause materialisierte, ging sie in die Küche und kippte die Tabletten ohne Scham in ein wiederverschließbares Tütchen, das sie in ihrer Handtasche verstaute. Sie wählte diesen Kurs bewusst. Stefan war bereits tot, als sie ihn erreicht hatte, und sie hatte nur noch dabei helfen können, seinen kalten, steifen Leib in kräutergetränkte Wickel zu hüllen. Revenge lebte. Er lebte und litt. Und egal, ob er es nun selbst verschuldet hatte oder nicht, ihm konnte sie noch helfen. Das Ergebnis war richtig, auch wenn die Methoden zweifelhaft waren. Und manchmal ging es eben nicht anders.